Ja, da sind wir wieder mit unserem kleinen Let's Show. Wir waren letztes Mal beim Hafen und bei der Umgebung. Jetzt wollten wir uns mal unsere Häuser anschauen. Und dazu gehen wir jetzt hier die Leiter hoch, die man schon beim letzten Mal gesehen hat. Und damit sind wir hier in Jonas kleiner Behausung. Klein ist inzwischen nicht mehr. Tja, Jonas, erzähl mal ein bisschen. Ja, also wir befinden uns hier gerade in der ersten Höhle, die zum Großteil natürlich ist und die ich so vorgefunden habe, als ich hier das erste Mal war. Die habe ich dann mittlerweile ein bisschen ausgebaut, ein bisschen sehr ausgebaut. Habe die zweite Etage reingezogen, in der mein Lagerraum ist, diesen kleinen See hineingepackt, Den mein Bett, Kakteen. mein Essen und das hier sind immer noch meine Ursprünge. Den Mülleimer, das Tutorial, wie mache ich einen Mülleimer, habe ich hier ja auch gedreht. Und wir können mal einmal kurz rausgehen vor die Haustür. Bla, Moment, ich komme. Ja. Hier sieht man jetzt links, ist nur noch eine Wiese. Da stand ja der Mülleimer, den ich für das Tutorial gemacht habe. Hier habe ich mittlerweile einen kleinen Swimmingpool rausgebaut. Mit einer Wasserrutsche von da oben runter. Die können wir doch gleich mal ausprobieren. Die probierst du am besten direkt mal aus. Ich erwarte dich unten. Wabusch. Ja, sehr schön. Und dieser kleinen Grotte, die hier natürlich ist, die ich jetzt allerdings weitergebaut habe und ausgebaut habe. Kurzer Blick rein. Das ist so das Neueste hier an dieser Gegend. Mein Schwimmbad. Wie gesagt, es besteht aus einem Natursee, den ich allerdings jetzt weiter geformt habe und umgebaut habe. Na Ja. gut. Gehen wir am besten mal hoch ein bisschen und schauen nochmal den Lagerraum an. Genau, einmal hoch, Hier Treppe mit hoch. Glasboden, ganz hübsche Aussicht auf den Turm und auf den Dorfplatz. Ja, hier haben wir früher am Anfang, immer in den Anfängen, immer stundenlang gestanden und rausgeguckt. Immer Creeper beobachtet. Genau. Gut, okay, schauen wir mal weiter hoch. Hier ist noch so ein kleiner Zwischenraum. Von dem aus es übrigens auf meinen Balkon geht, mit dem kleinen Pool drauf. Mit den Blumen. Genau. Und dann gibt es noch eine Treppe, noch weiter nach oben. Und da ist jetzt etwas, was selbst für Sascha noch neu ist. Tatsächlich. Nämlich der Holzboden. Ach ja, hier war sonst immer Erdboden drin. Genau, aber Perfekt. die spawnenden Schweine sind mir dann doch irgendwann auf die Nerven gegangen. Das ist jetzt hier meine Bibliothek Genau. mit noch einem kleinen Balkon oben drauf, den Fackeln oben auf dem Dach. Sieht alles in allem ganz nett aus und ich habe da oben mehr oder weniger mein Wahrzeichen auch gleich auf dem Dach verewigt. Ach ja, genau, das müssen wir uns natürlich anschauen. Moment. Sascha gefällt es eigentlich nicht so ganz, aber Naja, ist doch okay. wenn man hier sich hinstellt, dann sieht man das sehr schön. Erkennt es jemand oder soll ich sagen? Moment. Ja, ich glaube, das erkennt man, oder? Ein Pi-Zeichen. Für Frieda Pi. Genau, für meinen Nutzernamen. Gut. Am besten gehen wir jetzt erstmal hier direkt über den Hügel zu meinem Haus. Über den sogenannten Schleichberg. Weil hier immer so viele Creeper sind. Schleicher auf Deutsch. Einfach irgendwie so ein Fantasiename. Gut, hier sehen wir erstmal mein Baumhaus. Und hier ist meine relativ neue Hütte. Gehe ich mal rein. Hier drin ist noch gar nichts weiter. Nur dieses Muster im Boden wollte ich mal ausprobieren. Dafür muss die Hütte hinhalten. Ich kann mal kurz einen Blick in mein Baumhaus werfen. Na, hier übrigens auch eine schöne Aussicht. Komm mal mit, nicht mit hoch. Ups, jetzt gehe ich gleich nach ganz Ja. unten. So, hier ist auch nichts weiter drin, nur hier kann man auch nochmal rüber gucken und braucht man sich nicht lange aufhalten. So, dann gehe ich jetzt mal runter und jetzt kann man schon bis in den Keller Du schauen. könntest eigentlich mal zu mir vorbeikommen und deinen Luxus hier präsentieren. Was denn? Deinen Diamantwürfel. Ach ja, der ist oben drauf. Moment. Hier ist erstmal schon mal mein Schlafzimmer. So viel halt, Bett und hier ist noch so ein kleiner Aussichtsraum, auch nicht besonders ausgeschmückt oder so. Ja gut, dann gehe ich noch mal hoch zu meinem Diamantwürfel. Zack, da ist der Diamantwürfel. Rumprotzen muss man ja auch mal.
an der höchsten Stelle des Ganzen, von wo Naja, man mein alles Baumhaus ist raus höher, sieht. aber vorher war Ja. halt so ein Leuchtfeuer da, jetzt ist da mein Diamantwürfel. So, also hier ist der Haupteingang. Wenn ich jetzt mal hier durch die Pforte trete, hört man jetzt ein leises Signal. Meine Türklingel. Hier meine Eingangstür kann ich hier auch gleich mal zeigen. Hier mit Pressure Plate. Funktioniert auch mit Pistons. Dass man hier raustreten kann und hier bei Knopfdruck wieder reinkommt. Kleine Spielerei. Zack, Türklingel wieder hoch. So, hier ist jetzt so mein Eingangsbereich mit meinen Öfen und meiner Fresskiste hier. Dann gehe ich gleich mal runter. Man sieht, dass das Haus ist hier so angelegt, dass dieser Baumstamm, der oben in meinem Baumhaus endet, bis ganz in den Keller geht, mit einer Leiter dran und das hier alles so kreisförmig rundherum angelegt ist, die einzelnen Stockwerke. Hier ist meine sogenannte Bibliothek, wo ich hier noch so ein paar Kisten stehen habe mit meiner Höhlenausrüstung und allem. Und dann gehe ich mal weiter runter. Wir könnten auch noch einmal hier den Durchgang zeigen, wo es wieder in mein Haus geht. Genau, ach ja, genau. Hier kommt nämlich noch Hier. ein Gemeinschaftsraum hinter. Und Genau, dann hier ist. stoßen wir auch wieder auf den Höhlenteil, der schon natürlich vorhanden war. Genau, hier ist so unser Gemeinschaftsraum. So nennen wir den immer, so eine kleine, weiß ich nicht, Ausruhecke oder so. Und hier kommen wir wieder in Jonas Haus. Und in Und unsere erste Höhle. das ist unsere erste Höhle, die wir jemals erkundet haben. Die ist relativ ausgeschlachtet inzwischen. Die geht hier dann noch weiter runter und die ist ziemlich groß. Darum werde ich da jetzt mal nicht reingehen, weil Könnten das wir, nämlich Stunden dauert. wenn dann, ein eigenes Let's Show zumachen. Kleine Aber Höhlentour oder so. ich glaube, dafür ist die mittlerweile schon zu ausgeschlachtet. Da sollten wir lieber eine neue Höhle suchen. Ja. Machen wir irgendwann mal ein Video, wo ich schreiend vor Creepern wegrenne. Da bin ich gut drin. Oder Stock, wo du hoppla. ganz laut Diamanten schreist. Diamanten! Naja, auf jeden Fall ist hier mein zweittiefstes Stockwerk. Hier habe ich so einen kleinen Kamin. Den lasse ich aber Okay. eigentlich immer aus, weil da nämlich die Gefahr besteht, dass mir oben die ganzen Bücherregale wegbrennen. Das ist mir schon mal ein bisschen passiert und darum lasse ich den vorsichtshalber aus. Hier waren eigentlich manchmal früher Felder drin, aber die habe ich jetzt verlagert. Jetzt habe ich einfach so ein Blumenbeet drin. So, und hier unten ist mein Lagerraum. Hier den Boden habe ich lange für Lapis Lazuli gespart, um das mit Blöcken aufzufüllen. Hier sind so meine Mineralien, habe ich hier Schilder gemacht, Naturalien. Und hier sind noch so allerlei Sachen. Stein, Erde, Holz, was man so braucht halt. Da hinten gehe ich jetzt mal hin. Hier ist übrigens auch mein Mülleimer. Ich habe nämlich auch einen. Hier ist übrigens ein Durchgang zu dem Strandhaus, das ich in der ersten Folge schon mal gezeigt habe. Und hier geht's runter in meinen Pilzkeller und hier ist auch mein Portal. Hier stehen meine braunen Pilze. Da ist noch ein Durchgang zu einer anderen Höhle. Und hier unten ist meine andere Pilzfarm, zu der ich ja auch ein Tutorial gemacht habe. Das ist hier meine Variante. Hier sieht man jetzt auch, wie das aussieht, wenn hier alles voll ist mit Pilzen. Ich bin meistens zu faul, die zu ernten. Aber ja, wenn ich Pilze brauche, mache ich es dann halt. So, wieder zu. Und dann gehen wir noch mal weiter. Tür zu. Und hier geht's dann zu unserem Schienennetz. Wenn ich hier drauf drücke, kriege ich einen Karren. Und Moment. Huch, ich hatte ja noch einen. Kann ich hier dann zum Hauptbahnhof fahren? Theoretisch. So. Zack. Und dann stehen wir im Hauptbahnhof. Und ich denke mal, den Hauptbahnhof machen wir mal zum Ausgangspunkt der nächsten Folge, würde ich sagen. Okay. Also, bis dann. Also bis zur nächsten Folge. Bleibt dran. Tschüss und Tschüss. bis dann.